Wieder ein echter Rentenhammer. Der Chef des Arbeitgeberverbandes befürwortet Rente mit 70. Kommt die Rente mit 70? Die Rente mit 70 wird kommen, aber nicht gleich. Und bitte regt euch jetzt nicht auf, lasst uns das Ganze mal sachlich betrachten. Meine persönliche Meinung erfahrt ihr am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor wir mit dem Video starten, der Hinweis: sichert euch hier unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, ebenfalls natürlich gratis, speziell für Rentner. Rente mit 70. Das klingt echt hart und hört sich an wie ein Donnerschlag. Dr. Stefan Wolf, der Chef des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, ist für die Rente mit 70. Stefan Wolf ist 60 Jahre, hat wenige Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet und ist seitdem deutscher Unternehmer und Vorstandsvorsitzender. Er ist also ein Mensch, der wahrscheinlich nie körperlich gearbeitet und immer über ausreichend finanzielle Mittel verfügt hat. Der Ökonom und Rentenpapst Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg äußert der Bild-Zeitung gegenüber am 2. August 2022 zum Thema Rente mit 70, ich zitiere: Der Vorschlag ist richtig und wichtig, denn er hilft gegen Altersarmut und entlastet zudem die Rentenkasse, die vor dem Kollaps steht. Zitat Ende. Hilft dieser Vorschlag wirklich gegen Altersarmut? Ich denke, dass genau das Gegenteil der Fall sein wird, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Raffelhüschen ist 64 Jahre und studierte Volkswirtschaftslehre. Zwar wirbt er für eine Ergänzung des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine kapitalbasierte Rente und setzt sich auch für eine Steigerung der Nachhaltigkeit in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ein. Aber auch er hat wahrscheinlich nie körperlich gearbeitet und sicher auch nie Geldsorgen gehabt. Während die Rente in Deutschland mit 68 oder 70 erstmal nur eine Überlegung ist und viele Gemüter heftig erregt, ist man in Dänemark schon weiter. Dänemark plant sogar die Rente über 70. Auch Italien will diesen Schritt gehen. Warum das so ist, ist ja eigentlich allgemein bekannt. Die Menschen werden immer älter und erhalten deshalb natürlich auch mehr Rentenzahlungen. Das System kippt und kann so nicht mehr funktionieren. Das wissen wir eigentlich alle. Schon jetzt werden jährlich über 100 Milliarden Euro aus Steuergeldern genommen, um die Rentenzahlungen zu gewährleisten. Natürlich geht die Anhebung des Renteneintrittsalters nicht von heute auf morgen. In vielen Industrieländern ist man ja mit steigendem Wohlstand, die Frühverrentung ja ist üblich geworden. In Deutschland gehen die Arbeitnehmer mit durchschnittlich 63 Jahren in den Ruhestand. Auch die Österreicher verlassen 3 Jahre vor dem gesetzlichen Rentenalter den Arbeitsmarkt. Nur in Japan arbeiten die Menschen rund 4 Jahre weiter. Arbeiten bis 70 ist wirklich hart für beispielsweise Pfleger, Bauarbeiter, Fabrikarbeiter oder auch Kellner und Friseure. Sie schaffen das rein körperlich gar nicht und würden dann mit noch größeren Abschlägen eher in Rente gehen. Da ist natürlich eine steigende Altersarmut vorprogrammiert. Deshalb hilft dieser Vorschlag Rente mit 70 ganz und gar nicht gegen die Altersarmut, sondern verschlimmert sie eher noch. Dann stellt sich natürlich auch die Frage: Wird bei der technischen Entwicklung überhaupt genug Arbeit da sein? Die Belastung nimmt im Alter extrem zu. Und will die Wirtschaft wirklich ältere Mitarbeiter?
Aktuell befinden wir uns ja in der Phase, bis 2029 das Renteneintrittsalter schrittweise von 65 auf 67 Jahre anzuheben. Sollte die Rente mit 70 kommen, wird noch etwas Zeit vergehen. Aktuell ist es so, dass drei Beitragszahler einen Rentner finanzieren. In 15 Jahren etwa sind es nur noch zwei Beitragszahler, die einen Rentner finanzieren müssen. Also alles so lassen, wie es jetzt ist, geht nun mal nicht. Man muss sich dem Thema stellen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIF, zeigt, dass Beamtinnen und Beamte im Schnitt 4 Jahre länger leben als Arbeiter. Sie haben zudem ein geringeres Risiko, pflegebedürftig zu werden. Anders formuliert, wer hart arbeitet, verdient oft weniger, bekommt weniger Rente und stirbt auch noch früher. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Darüber sollte man ernsthaft nachdenken, weil Beamte nichts in die Pension einzahlen. Meine persönliche Meinung ist, dass alle Erwerbstätigen, egal ob Arbeitnehmer, Selbstständiger, Beamte oder Politiker, in ein eigenes Vorsorgekonto einzahlen, also so eine Art Altersversicherung. Und an diesem Vorsorgekonto darf sich niemand vergreifen. Eine zusätzliche Möglichkeit wäre weniger Steuerverschwendungen. Es geht ja schon mit 736 Abgeordneten im Bundestag los. Die gesetzliche Anzahl beläuft sich nur auf 598 für die 15. Legislaturperiode und wir haben 736. Der Wasserkopf und die Bürokratie werden immer größer und die Probleme für das Volk auch. Weniger ist oft mehr, sagt man nicht umsonst. Ja, Druck bei der Arbeit oder Konflikte im Job, Überlastung, oft wegen Personalmangel, Mobbing bis hin zum Burnout, das sind Tatsachen, die den Politikern wahrscheinlich völlig fremd erscheinen. Wo bleibt die lange überfällige Rentenreform? Da traut sich so keiner richtig ran, weil man ja mit Problemen außerhalb von Deutschland beschäftigt ist. Die Wirtschaftsweisen reden immer von drei Stellschrauben: Renteneintrittsalter, Beitragshöhe und Rentenhöhe. Aus meiner Sicht funktioniert das aber auch nicht. Jeder, der aus dem Renten- und Pensionstopf Geld bekommt, muss auch einzahlen. Jeder mit dem gleichen Prozentsatz. Dann muss auch berücksichtigt werden, dass manche so lange studieren und erst mit über 30 in das Arbeitsleben treten, während andere schon 10 Arbeitsjahre hinter sich haben. Natürlich wird es immer Menschen geben, die durch Krankheit oder Unfall sich nicht so ins Arbeitsleben einbringen können. Und von diesen Menschen rede ich hier auch nicht. Aber jeder müsste eine gewisse Anzahl von Jahren in sein Vorsorgekonto selber einzahlen, also für sich selbst alleine vorsorgen. Und das egal, ob Angestellter, Beamter, Politiker oder Selbstständiger und nicht auf Kosten der Gesellschaft einen entspannten Ruhestand genießen. Höhere Beiträge, höheres Renteneintrittsalter und weniger Rente sind absolut kein wirklicher Beitrag zum Thema. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es unten in die Kommentare.